Radbremszylinder, Bremsbacken. Guck mal, wie schön das ist. Und wie einfach das ist. Dass alle Leute jetzt mal im Stream gucken, denken sie, boah, Bremstrommel habe ich doch auch. Mache ich bei meinem auch. Und dann, ja, kleben sich die Finger, kriegen die Feder ins Auge und alle weinen. Das ist... Das Spiel gibt unrealistische Vorstellungen von Autoschrauben. Smith 1500. Ein Golf, ein Royal, irgendwas. Nee, 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 hier. Ein Problem mit den Bremsen. Nice. Die Musik ändert sich sogar passend. Ja, ich komme ja gleich. Aber erstmal, Moment. Oh, rein Sechszylinder? Denke ich. Hm. Das ist ein Ford F-150, würde ich mal schätzen. Tacho bis 240. Mhm. LS-Swap, klar. Hat er zumindest vor. Okay, dann werden wir eben den Golf hier schnell wieder los. Was hast du denn, Kleiner? Fahrzeuginfo. Ein Problem mit den Bremsen. Ein Bremsscheibe, Bremsbeläge und Bremsscheibe innenbelüftet. Also hinten und vorne, okay. Bremsscheibe. Und innenbelüftet und Bremsbeläge. Dann lasse ich ja lieber Fletarium mein Auto reparieren. Was soll das denn heißen? Das dauert aber 4 Tage. Bei mir geht's schneller. Und es fehlt die Türscheibe. Bei dem jetzt nicht. Ich lasse jetzt die Finger von der Türscheibe. Ah, jetzt schon mal der Bremsbelag im Eimer. Die Scheibe ist okay. Ich persönlich sowas lieber zusammenwechsle, aber okay. Dann gehen wir doch einfach mal zum Fahrwerk über. So, neuer Bremsbelag. Tada. Wir haben schon wieder die Tasche voll mit alten Bremsbelägen und ich drücke falsche Knöpfe. Ja, ja, bla bla. Wieso fragt ihr mich das immer? Natürlich will ich das mit den alten Teilen zusammen. Oh Gott, diese Felge. Natürlich will ich die alten Teile wieder montieren. Aber wir sind schon im Prinzip zu einem Sechstel auf dem Weg in Richtung RX-7. Ja, ich weiß, das kostet bestimmt noch wieder Geld. Der ist nicht angesprungen. Aber egal. Ich will ein Traktor jetzt. Ich weiß, was ich tue. Alles gut. Okay. Damit kann ich leben. Ich finde es ja schöner, wenn die Leute tatsächlich so einen Brief dabei schreiben. Ich finde es noch besser, wenn die Leute einfach tatsächlich da wären und mit mir redeten. Aber hey, ich hab's festgeschraubt. Wo ist das Rad? Ich habe das Rad festgeschraubt und jetzt fehlt es. Okay, festgeschraubt. Ja? Okay. Mann. Sehr verwirrend. Oh, wir haben 4 Aufträge übrigens möglich gerade. Oh, ich fühle mich wirklich bei. Hier ist die Bremsscheibe und der Bremsbelag kaputt. Okay, dann sparen wir uns jetzt tatsächlich die Inspektion und ich versuche im Turbogang durchzugehen. Denn ich muss sagen, natürlich muss auch der Golf repariert werden. Aber interessant ist es nicht. Ich hab so schöne Autos gesehen und da möchte ich die jetzt auch in der Werkstatt sehen. Und verhunzen. Türscheibe rausnehmen und so, ihr wisst schon. Hat er echt geschafft, gehofft, dass wir quer durch die Stadt fahren können mit den Dingern, aber es ging natürlich nicht. So, hier ist der Bremsbelag. Gülfe, hihi. Warte, aber das Ding sieht auch schrecklich aus. Ja, das ist auch schrecklich. Achso, das ist die besagte innenbelüftete. Was? Wer hat sowas gesagt? Das spreche ich nicht aus. Du bringst den Worten bei, Programm, ne? Das ist unglaublich. So, das beste Teil am Golf ist die Bremsscheibe vorne links. Und doch das schönste. Oh, der Bremskolben war in besserem Zustand als der Sattel. Das ist neu. Achso, eine Felge hätten wir auch drauf bauen können. Ja. War noch länger kein Reifen mehr. Der erste Kunde war tatsächlich direkt jemand mit Reifenzeug und seitdem war nichts so Interessantes da. Warte mal, wie viel XP kriege ich fürs Rad festschrauben? 1.
Muss noch eine Menge Räder geschraubt werden. So, Information. Ich glaube, der ist fertig. Sehr nice. Die Musik ist gerade ein bisschen laut. Okay. Dann holen wir den Ford hier rüber. Ne, nicht am Kotflügel. Bewegen auf die Hebebühne und gucken direkt mal am Telefon, ob ein Manta da ist. Nee, aber ein Mazda RX3. Und wie geil ist das denn? Das ist tatsächlich DLC-Inhalt. Alter. Was willst du haben für die Karre? Warte mal, sieht der so schrecklich aus, wie der aussieht, wenn ich den Kotflügel abnehme? Ja, tatsächlich. Da kann man das ganze Fahrwerk überblicken. Das in nichts so wirklich. Hier, das ist... Da ist der Rahmen. Also hier so grau gezeichnet und hier ist das Federbein. Da setzen wir lieber mal den Kotflügel drüber, sonst sieht das noch der TÜV. Okay. So, Kleiner, was hast du denn? Ein Problem mit den Bremsen. Kann mal jemand gucken, ob draußen dran steht Bremsen. Service. Okay, was genau mit den Bremsen? Wir brauchen einen Radbremszylinder, eine innenbelüftete Scheibe und Bremsbacken. Oh Gott, Bremsbacken. Muss ich an die Hinterbremse? Die sitzt doch bestimmt fest. Bremsscheibe. Innenbelüftet war die, ne? Und ein Radbremszylinder. Und Bremsbacken. Ja, das sieht nach Handbremse oder Trommelbremse aus. Okay. Azubi? Auf die Hebebühne mit dem Ding. Guter Junge. So, kriegen wir die Räder hier ab? Ich hoffe. Okay, es ging besser als erwartet. Viel WD-40, ja. Viel WD-40. Sie bremst Trommel und die ist auch okay. Bei meinem Auto wäre es jetzt die Hölle, diese Bremstrommel abzunehmen. Aber wir ziehen da einfach dran. Gar kein Problem, soweit. Kann während einer Testfahrt geprüft werden. Was? Ich muss eine... Krieg ich doch glatt einen Anruf. Ich muss eine Testfahrt. Ich muss einen Sprachfehler kriegen. Und eine Testfahrt veranstalten. Mit dem Ding. Okay. Das ist ein Maserati in der Bude und er so, na, Testfahrt, ja, wenn, aber mit dem alten Ford. Todesfalle und so. Okay. Kann ich die Tür bitte öffnen? Ich will sie nicht schon wieder abbauen müssen. Ich will es doch nicht, was soll denn das? Warte mal, kann ich nicht von hier aus? Nee. So, wir fahren zur Teststrecke. Mit dem Smith. Ich glaube, ich hätte auch eine Matze einsteigen können, von da aus starten scheinbar, weil wir noch den Wagen auswählen können. Okay. Gut. Wo ist die Tür hin? Beschleunigung. Ich warte. Oh, Fred Truck ist da. Das ist ja passend, denn ich habe hier einen Truck. Oder er ist auch wie so ein Boot. Uiuiuiui, sogar die Scheibenwischer sind rostig. Guck mal wieder. Ich fahre schon längst über links und rechts, aber er wackelt noch nach. Wieso geht der Tacho bis 240? Und hier rechts im Spiel habe ich einen realistischen Tacho. Oh. Oh, der hat aber echt eine gute Lenkung für die alte Karre. Es geht. 60 km/h gleich. Jetzt habe ich Angst. Der Maserati ist schon eben ein bisschen abgehoben. Okay, der hat das Offroad-Fahrwerk. Das ist kein Problem. Der hat auch eine sehr direkte Lenkung. Wenn ich jetzt hier um Kurve will, ist das kein Problem. Moment, haben wir Drift Truck. Natürlich Geschwindigkeit, ne? Nee, wir haben nur den unglaublich präzise Lenktruck. Das ist eine Bootsfahrt. Ich hoffe, es wird keiner seekrank hier. So, da muss ich jetzt anhalten. Okay, das ging. Wo ist denn das Problem mit den Bremsen? Ist ja eingestiegen und dachte sich, Moment, wieso packen die? Ach, Ladebildschirm Simulator 2018, komm. Okay, Bremsbacken sind schlecht. Aber welche? Egal. Das ist schöne Mazda. Das ist die falsche Seite. Und bevor ich es vergesse, montiere ich die gesamte linke Tür wieder.
verrückt, ne? Guck mal, Loco lernt tatsächlich aus seinen Fehlern. Okay, anbocken das Ding. Darkosa ist da. Sehr schön. Willkommen. Ich bin der, der das Rad nicht abkriegt. Ah, jetzt. So, Bremsbacken. Würde ich ja sowieso schon wechseln. Aber ist die Frage, ob alle schrecklich sind. Oder nur die hier hinten. 44%. Ist das so schlimm? 36% der Radbremszylinder. Das ist schon orange. Ich gucke mir erstmal die andere Seite an. Ich meine, knapp unter 50% ist für so ein altes Ding noch echt noch in Ordnung, denke ich. Also nicht gut. Ist jetzt die Frage, was er damit vorhat. Wenn er Liebhaber ist, sollte man was dran machen. Kann während einer Testfahrt. Ach, 17%. Ah, hier. Hier ist die kaputte Seite. Genau, wenn er Liebhaber ist, sollte man was dran ändern. Wenn er es nur fahren will und nicht so viel Geld hat, sollte man sich's überlegen. Ob man Teile wechselt, die eigentlich noch okay sind. So. Radbremszylinder, Bremsbacken. Guck mal, wie schön das ist. Und wie einfach das ist. Dass alle Leute jetzt mal im Stream gucken, denken sie, boah, Bremstrommel habe ich doch auch. Mache ich bei meinem auch. Und dann, ja. Klemmen sich die Finger, kriegen die Feder ins Auge und alle weinen. Das ist... Das Spiel gibt unrealistische Vorstellungen von Autoschrauben. Aber sehr gemütliche, denn... Muss sagen, ich sitze so bequem wie jetzt gerade, hatte ich es noch nie beim Bremsbacken montieren. Ist auch die falsche Bremstour runtergenommen. Okay. Dann haben wir es hin schon fertig. Vorne brauchen wir noch Bremsscheibe. Also eine sollte ich bestellen. Keine Ahnung wieso. Nein, so bauen wir unser Track-Toy nicht auf. Hast du dir so gedacht, ne? Montage. Demontage. Gesundheit? Danke. Jetzt sei mal nicht so böse zu Serverente, Mann. Ich weiß, du meinst das nur scherzhaft. Hoffe ich. So, die Bremsscheibe ist nicht mehr so geil. Der Belag auch nicht. Könnte aber für den hier fast noch okay sein. Aber ich weiß immer noch nicht, ob das Dreck oder Rost ist oder beides. Scheibenbremsen halt, genau. Scheibenbremsen gehen nämlich genauso. Guck mal, du gehst auch hin, nimmst die Lupe und sagst, oh, 19%. Das ist unglaublich realistisch. 19% Bremsscheibe. Was haben wir im Inventar? Jede Menge Mist, warte mal. Guck mal, hier kriegen wir unser RX-7 Geld. Genau hier. Was ist das für ein Mist? Okay, wir haben eine Bremsscheibe im Inventar und scheinbar einmal Bremsbelege. Okay, also das wird dann die Bremsscheibe sein hier. Guck mal, also Programm, jetzt musst du aufpassen. Du klickst einfach da drauf, dann nimmst du einfach die Schrauben raus. Dann nimmst du einfach die Bremsbelege ab. Ganz saubere Finger, gar kein Thema. Dann nimmst du die Bremsscheibe ab, dann nimmst du die neue Bremsscheibe. Setzt sie da drauf. Setzt die Belege da drauf. Und zwar die falschen. Nein, wir verschenken hier keine Bremsbelege. Entschuldigung, aber... Muss auch gucken, wo ich bleibe, ne? Da, die waren da drauf. Genau. Dann im Bremssattel, du setzt den einfach da drauf. Da muss man auch kein Drehmoment beachten oder so. Nein, dann zieht man die fest. Und das war's. Und schon hast du die Bremsscheiben drauf. Es geht so schnell, in der Zeit kannst du nicht mal in der Nase bohren. Oh, mein Teil hat nur 19%. Ja. Das ist so Mehrwertsteuertechnik hier. So, ist jetzt schon fertig. Es fehlt Felge Basic. Was? Oh. Richtig. Also bei mir wären schon zwei Autos ohne Tür rausgefahren. Oder zumindest ohne Türscheibe. Und ein Auto mit auf drei Rädern. Okay. Mach's gut, Kleiner. Sehr schön.